ungefähr 2 Stunden erscheint dieses Schild. Jetzt bin ich vom Highway runtergefahren. Jetzt geht es Richtung Shiloh. Das erste Dorf, was kommt, heißt Douglas. Das ist auch das einzigste. Jetzt war jetzt Douglas. Jetzt geht aber zur Base. Nach 10 Kilometern erreicht man dann Shiloh. Das heißt eigentlich erstmal die Häuser vor Shiloh. Das ist hier ein Hotel. Das ist das Shiloh Inn. Vorne seht ihr das Tor zur eigentlichen Base. Da ist die Pizza, die Tag und Nacht auf hat. Ja, und noch einige Tankstellen. So, jetzt fahren wir in die Base rein. So, mein Rundtour durch die Base beginnt mit diesem Schild. So, gleich zu Anfang der Base kommt die PMQ. Das ist dort, wo alle Verheirateten wohnen. Sieht jede Straße aus, ungefähr wie die hier. Geht U-förmig. So, gleich gegenüber von der PMQ sind die Feldjäger. Dann an Straßenseite. Das besagte Kennex. Was ihr bis eben gesehen habt, das war das Kennex und halt die einzelnen Geschäfte, die unten zu finden sind. Jetzt auf dem Bild ist General Strange Hall. Der ist das Kino und das Schwimmbad. Geh ich jetzt mal rein. Das war der obere Teil des Fitnessraums und das hier ist der untere Teil. Da hinten, das sind Ruderapparate. Hier vorne Hydraulikgeräte. Das ist der Umkleideraum für Schwimmbad. Das ist die Turnhalle für Fluorhockey und Federball. Das ist das Schwimmbad, wie man sieht. Ja.
der hinteren Ecke ist auch eine Sauna. Wenn man jetzt die Straße weiterfährt von der Hall, kommt dahin jetzt das Stabsgebäude. Daneben die Küche, noch nicht gut zu erkennen, aber da gehe ich jetzt mal hin. So, nochmal das Stabsgebäude. Und daneben unsere Küche. Ich werde mal zusehen, ob ich da reinkomme. Die Küche war schon zu, aber gleich daneben ist unser Unterkunftsgebäude. Vorderansicht. Das ist der Ausblick von der Tür. Vorne gleich der große Handtelplatz. Da kann man mal sehen, wie windig das hier ist. Und da hinten ist der Parkplatz für unsere Autos. Ja, das ist jetzt der Gang. Vorlesezimmer. Der wichtigste Raum. Das schwarze Brett. Private Anzeige. Das Treppenhaus zur zweiten Etage, da vor unsere Wohnung sind. Der obere Flur. Waschraum. Und Toiletten. Das ist jetzt ein Blick aus dem Fenster. Parkplatz. Und direkt davor Parkplatz Motorräder. Da gehe ich jetzt aber mal hin. Das ist jetzt die Rückseite. Es ist arg windig. Da vorne ist deine Holzhäuschen, ist der Grillplatz. Das ist der Teebereich. Was ihr jetzt seht, sind die Unterkünfte von den Übsoldaten. Das sind die Insthallen. Ich meine, gerade dann ist das richtige Zeitpunkt.
An die Mama hoch. Schuhe. Jetzt hat er den Finger da. Da muss ein Messer. Komm mal, hallo Didi. Hallo. Klar, mach mal was. Klar. Kann er nicht. Ja. Schönen guten Tag, Freunde des KDs. Hier befinden wir uns im Ratzum. Wo bist du? Brauch nichts zu sagen, man sieht ja alles. Das kam Übergabewoche. Und die Übtruppen machen ihre Fahrzeuge klar. Nach der Arbeit geht es dann abends in die Tenne. Das ist unser Soldatenhahn. Nach Antenne
So, das war's aus Kanada. Das erste. Tschüss, bis demnächst.